auf eine Teelänge Spiritualität. Herzlich willkommen zu einer Teelänge Spiritualität in dieser besonderen Pandemie-Fastenzeit. Wir mussten jetzt in den letzten Monaten schon viel verzichten, entweder an Zeit oder an Kraft. Es gab für die einen mehr Belastung bis hin zur Erschöpfung. Die anderen hatten fast zu viel Zeit und es ging an ihre Existenz. Sie durften ihre Läden nicht aufmachen oder ihrer Arbeit nicht nachgehen. Für uns alle war es eine besondere Belastung. Und deshalb wollen wir an den nächsten 6 Wochenenden bis Ostern eine Tankstelle für euch anbieten. Ein Moment im Alltag, an dem ihr auftanken könnt, um wieder zur inneren Mitte zu finden. Nimm dir Zeit für dich. Es ist nicht wichtig, ob du in dieser Zeit mehr oder weniger arbeitest als sonst. Schaff dir ganz bewusst einen Zeitraum, der nur für dich selbst bestimmt ist. Am besten bist du in dieser Zeit ganz allein, damit du bewusst in dich hineinspüren kannst. Und gestalte den Ort, wo du diese Zeit nehmen möchtest, schön. Schaffe den Rahmen so, dass du gut zu dir finden kannst. Setze dich gut hin, nicht einfach irgendwie. Das ist jetzt deine Zeit. Betrachte kurz deine Atmung. Verfolge den Fluss deiner Atmung, wie sie einfach fließt, geschieht, dich am Leben hält. Wie geht es dir gerade? War es ein guter oder ein schlechter Tag, eine gute oder schlechte Nacht? Gibt es etwas, das deine Stimmungslage aufhellen könnte? Wo stehst du gerade im Leben? Bist du zufrieden? Wenn nicht, gibt es etwas, das du selbst tun kannst, um glücklicher zu sein, damit sich dein Leben stimmiger anfühlt? Erinnere dich an die Stelle im Lukas-Evangelium, 22. Kapitel, Vers 41. Es ist, wo Jesus schon sehr genau ahnt, dass ein furchtbarer Tod auf ihn zukommt. Es ist nach dem Passiamahl und Jesus nimmt seine Jünger und Jüngerinnen mit und geht in den Garten Gethsemane. Es heißt, er entfernte sich einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Auch Jesus nahm sich immer wieder Zeit und Raum, um Abstand zu gewinnen. Er liebte seine Jünger und Jüngerinnen, aber er brauchte Abstand, um wieder zu sich zu kommen, um innezuhalten, um das Innere zu halten.